So, hallo, finally. Ich werde etwas über Flask erzählen. Wer von euch kann Python? So ein bisschen. So, und wer von euch hat schon mal was mit Web gemacht und Python? So, genau, das ist das Problem. Viele Jugendliche können Python, aber nicht mit Web und alle wollen Web machen. So, genau, das heißt, wir schauen uns Flask an. Moment. Flask, ein Framework, mit dem man Websachen machen kann. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel kann man das als Alternative für PHP nutzen oder man kann damit APIs bauen. Das schauen wir uns gleich mal an. Wir schreiben einfach mal ein paar Beispiele und dann sieht man, wie das funktionieren kann. So, wir schreiben eine App. Dazu importieren wir zunächst das Flask-Modul. Vom Flask import Flask machen uns eine App. Und lassen die App laufen. Und zwar im Debug-Modus. Das Ganze hätte ich gerne in einem Tmux. So, das Ganze führe ich aus, indem ich einfach Python App sage. Und jetzt habe ich quasi schon ein laufendes Backend. Das heißt, wir haben jetzt irgendwie einen Port offen, Localhost 5000. Kann ich im Browser draufgehen und bekomme ein 404. Ich habe quasi ein Backend, da war aber noch nichts für Slash definiert, deswegen kriegen wir hier ein 404 zurück. Das kann ich ganz einfach machen, also was einen bestimmten Pfad definieren, indem ich einfach sage @app.root Slash und dafür definiere ich jetzt eine Funktion Index und die soll was zurückgeben. Hi. Ja. Das heißt quasi, wenn jemand auf Slash geht, gib einfach den String Hi zurück. Super simpel. Hier unten merkt ihr das, dass ich oben die Datei editiert habe und gespeichert habe, also startet er das neu und hier steht Hi, nur kann man es nicht lesen, weil der Beamer etwas. Seht ihr es? Es kommt zu langsam rein. Einen Moment. Also hier links oben steht Hi. Ja? Ich glaube nicht, dass wir die Leinwand verschieben wollen. Ich kann das aber so machen. So. Genau. Also, erstes Beispiel: Wir können statisch irgendwie Text anzeigen. Wenn man jetzt eine API bauen möchte, das heißt irgendwie strukturierte Daten zurückgeben möchte, irgendwie XML oder JSON, da kann man das JSONify nutzen, JSONify von Flask. Und als Beispiel geben wir jetzt einfach mal eine Liste der Dateien in einem bestimmten Verzeichnis zurück. Dazu nehmen wir einfach von dem OS-Modul das List dir. Das heißt, wir definieren uns einen neuen Endpunkt. @app.root dirs show dirs und machen jetzt ein files ist gleich listdir. Damit bekommen wir quasi alle Dateien aus dem aktuellen Verzeichnis zurück als Liste und geben das mit JSONify zurück. JSONify, das ist auf jeden Fall falsch. Diese Funktion bekommt eine Liste oder ein Dictionary und macht daraus einen JSON. Heißt, wir gehen jetzt mal auf slash dirs. Und bekomme eine Fehlermeldung, weil das nicht definiert ist. JSON. So, wenn man das jetzt fixt, bekommt man jetzt eine Liste an Dateien, die sich in diesem Ordner befinden. Das sehen wir hier nochmal, das ist jetzt nur app.py. Man könnte jetzt hier irgendwie noch ein anderes Verzeichnis angeben. Slash temp. So, wunderbar.
So, und als nächsten Schritt wollen wir das Variable machen. Das heißt, Fragezeichen. Ist das ein Fragezeichen? Ich kann es nicht lesen. Ich kann auf die Tastatur schauen. So, angenommen, wir sagen jetzt, dir ist gleich slash etc. Da wollen wir jetzt quasi, dass hier slash etc. angezeigt wird. Und das kann ich machen, indem ich auf die Request zugreife. Dazu muss ich Requests importieren und kann dann sagen request.args.dir, .get dir. Also request.args ist quasi ein Dictionary mit den Argumenten, die ich hier übergebe. Und wir nehmen quasi den Wert, den wir für dir übergeben. Dann speichern wir eine Variable und geben das hiermit an. Und wir sehen slash etc. Wir haben es quasi jetzt dynamisch gebaut. Also ich gebe hier oben dir ist gleich einen Wert mit an. Darauf kann ich hier gerade drauf zugreifen. Das heißt, hier in slash dir, in der Variable steht slash etc als String. Den übergebe ich hier der Funktion. Hier kommt wiederum eine Liste zurück. Und die geben wir als JSON aus. Soweit verständlich? Fragen soweit? Gut. Genau. Wenn ihr statische Files habt, dann gebt ihr die meistens irgendwie über einen Webserver direkt aus. Braucht man jetzt irgendwie nicht groß Flask. Wenn ihr aber irgendwie dynamische Sachen haben wollt, also sowas würde ja eigentlich im Realfall keinen Sinn machen. Was aber Sinn macht, ist, wenn das dynamischer Content ist. Das heißt, wir machen jetzt mal app.root-template. Template, das ist eigentlich egal, wie die Funktion hier heißt. Und dann importieren wir noch render-template. Return render-template index.html. So. Was passiert? Ich kann das nicht lesen. Aha. Template. So. Also wir gehen hier auf slash template. Flask sagt, okay, das ist slash template. Rufe ich die Funktion auf und der soll jetzt quasi den Inhalt der Datei index.html zurückgeben, sagt jetzt aber template not found. So, jetzt stoppe ich das hier unten mal. Standardmäßig schaut Flask in den Templates-Ordner. Das heißt, wir machen uns mal hier einen Ordner Templates und editieren mal ein, also erstellen eine neue Datei, Templates, index.html und sagen mal, hallo, das kommt von einem Template. So, starten wir das Backend wieder, laden das hier neu und er rendert uns das index.html. Soweit auch noch nicht spannend, aber wir können jetzt in dieses Template Variablen mit übergeben. Das heißt, wir können jetzt hier wieder sagen, wir nehmen irgendwie ein Name, angenommen wir bekommen ein Username übergeben, sagen request.args.getName und geben dem Template Name mit. Beziehungsweise benenne ich das mal um, dass es eindeutig ist. Heißt, die Datei bekommt jetzt eine Variable übergeben und die kann ich folgendermaßen ausgeben, und zwar username. Okay, das heißt, wir haben hier eine Variable Name, die übergeben wir dem Render-Template und in dem Template selbst können wir mit user underscore name darauf zugreifen. So, schließen wir, starten das Backend. So, das ist in dem Fall non, weil wir nichts übergeben haben. Und jetzt können wir einfach sagen, Name ist gleich Hans123
und jetzt wird Hans 1, 2, 3 übergeben. Super simpel. Das ist das, was man oft braucht. Soviel zu den Basics. Damit kann man jetzt irgendwie viele spaßige Dinge machen. Zum Beispiel gibt es, jetzt kann man halt die Macht von Python nutzen. Es gibt zum Beispiel diese GIF-API hier. Und ich will das einfach mal kurz nutzen. Die lässt sich ganz einfach nutzen. Man importiert diese Bibliothek. Zack. Man erzeugt sich ein Objekt von dieser GIF-API. So, wenn man ein bisschen runterscrollt, sieht man hier Funktionen wie Search, Search List. Da kann man einfach sagen, random GIF, was glaube ich. Yep. So, random GIF. Zack, zack. Und da kommt was zurück mit folgenden Attributen. Was wir davon brauchen, ist die Media-URL. Das ist quasi die URL zu dem GIF. Das heißt, wir könnten jetzt irgendwie sagen, GIF ist gleich. Und können jetzt quasi noch eine zweite Variable mit in das Template übergeben, mit dem Namen GIF-Link. Und das ist quasi unser GIF, unser Objekt. Das ist quasi das, was wir hier zurückbekommen mit diesen Eigenschaften. Und davon brauchen wir die Media-URL. So. Jetzt müssen wir das Template anpassen. Ich passe das mal hier an. Templates Index. Machen wir hier mal ein BR rein, ein New Line und sagen GIF-Link. Und jetzt, also diese API gibt uns quasi irgendein random GIF. Bekommen wir jetzt hier einen Link dazu. Das ist natürlich jetzt nicht so schön. Das heißt, wir sollten das in HTML noch richtig anzeigen. Source ist gleich in Quotes. Und das machen wir wieder zu. Und jetzt haben wir eine Seite, die uns random GIFs anzeigt. Super fancy. Ja, und damit kann man jetzt irgendwie noch weiterspielen, indem man zum Beispiel sagt, kann hier einen Tag mitgeben und da könnte man den Namen mit übergeben. Und Cat, jetzt kriegt man beliebig Katzen, GIFs zu, ja. So wie hier auf die Get-Parameter zugreifen könnt, könnt ihr auch auf die Post-Parameter zugreifen, auf die Header, alles Mögliche. Ihr könnt Cookies setzen oder Session-Variablen speichern. Das wollte ich jetzt alles nicht so groß beschreiben. ja, wenn ihr keine Fragen habt, wäre es das von meiner Seite aus. Wir können gerne irgendwie was mit Flask machen, wenn ihr noch irgendwie Sachen auf der To-Do-Liste habt oder das euch mal anschauen wollt, ich habe Zeit, ich hätte Lust, ja. Wenn es keine Fragen gibt, dann bin ich fertig. Ja, es gibt Fragen. Nicht ziezen. Hast du noch ein anderes Beispiel? Ist der Stream aus? Ja, ich kann dir noch was anderes zeigen, was ich gestern gebaut habe. Bevor wir jetzt weiter ewig auf die Katzenvideos gucken. Lol. So, also bevor wir jetzt weiter uns ewig Katzenvideos anschauen, würde ich sagen, machen wir weiter mit dem nächsten Lightning Talk. Und Christian steht euch dann für Fragen noch zur Verfügung. Genau. Dann ganz kurz Pause und um 2 geht es weiter mit dem nächsten Talk zu Riot. 3 Minuten, dann geht's weiter. Achso, Entschuldigung.